Ich bin zum Edelacker gekommen, um meine Ausbildung zur Hotelfachfrau zu starten. Und seitdem arbeite ich seit 15 Jahren hier im Edelacker und seit 6 Jahren circa im Bereich Housekeeping. Am besten an meinem Arbeitsblatt gefällt mir, dass Hand in Hand gearbeitet wird, dass man über Probleme sprechen kann und immer probiert wird, Lösungen zu finden. Der Einstieg ins Berufsleben war natürlich sehr aufregend. Der Anfang ist immer ein bisschen schwieriger, man ist total aufgeregt und es ist alles neu. Man kommt von einem kleinen behüteten Raum ins Arbeitsleben. Ich wurde sehr gut aufgenommen, man hatte immer ein offenes Ohr. Das hat es einen dann einfacher gemacht. Für mich macht die Region besonders, dass ich familiäre Unterstützung hier habe. Die Region ist einfach super, man kann aktiv sein, man kann aber auch kulturell was machen. Die Schlösser und Burgen erkunden. Ja, ich hatte das Glück, ein gutes Betreuungsangebot für meinen Sohn zu bekommen. Ich beginne meinen Arbeitsalltag hier um 8. Währenddessen ist mein Sohn in der Schule, wird dann vom Hort abgeholt und wird im Hort betreut, wenn er Schulschluss hat. Gegen 15 Uhr mache ich Feierabend und dann kann der Nachmittag beginnen. Ja, auch in Zukunft möchte ich mit meinem Sohn die Zeit hier verbringen. Mich wird es erstmal nicht woanders hin verschlagen.